Der Kran war so nicht tragfähig. Wir mussten den komplett 15 Meter tief im Untergrund auf Mikrofilen gründen, um ihn überhaupt tragbar zu machen. Die Tiefteile, die ersten vier Stück, sind betoniert worden letzte Woche von einem Unterwassertaucher. Das ist ein Taucher, der nur betoniert? Genau. Er hat so eine Tauchbase, er hat Menschen, die ihn betreuen. Und dann taucht er nur tastend. Bei völliger Dunkelheit wird betoniert. Dann wird eine Unterwassersohle betoniert. Und die führt nur er aus. Die Diamantsäge da drin, die Sägeblatt, da schneiden wir gerade die Abbruchzone frei zwischen Neubau und Altbau. Was ist das denn? Das ist ziemlich krass. Wir schneiden die Grundplatte frei in dem Bereich. Zwischen dem Einkaufszentrum Bestand und den Leuten rauszubauen, den Neubau. Hier kann man erkennen, dass wir die alte Fassade komplett abgesägt haben. Und die neue ist hier schon am Wachsen. Hier draußen im Erdgeschoss schon erkennbar. Und hinten sind wir schon in der ersten bzw. zweiten Etage. Wir erwarten in den nächsten 14 Tagen den Komplettabriss. Dann ist die gesamte Abbruchmasse hier unten im Keller. Der Schutt ist komplett unten drin, dient als Plateauebene für die Baugrube und kommt dann im nächsten Step, praktisch ähnlich wie drüben im Bauteil Nord erkennbar, dann raus. HDI ist eine Hochdruckinjektion. Das ist also ein Düsenstrahlverfahren mit hohem Druck, 400 Bar. Das heißt, wir haben den Baugrund aktiviert, verstärkt, um höhere Lasten in die Stützen und die Konstruktion eintragen zu können. Hier war die Berliner Bank früher drin, auch ganz interessant. Da hatten wir im Keller einen riesen Tresorraum. 75 cm Stahlbetonwände mit Spezialstahlplatten dazwischen. Ist nicht alltäglich, nein. War für uns auch hier eine willkommene Abwechslung.